We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Herzlich willkommen zu OrgaTV. Heute steht unsere Sendung ganz unter dem Motto China-Woche, die derzeit an der Universität des Saarlandes stattfindet. Aber zunächst wollen wir euch wie immer einen kleinen Vorspann über die Sendung zeigen. Es gibt den Newsblog mit Melanie, die China-Woche der Universität des Saarlandes, den Medientheoretiker Marshall McLuhan und OrgaTV war für euch Golfspiel. Und dann haben wir heute natürlich auch einen Studiogast, auf den ich mich ganz besonders freue. Stefan, wer das wohl sein mag? Also ich habe gar keine Ahnung, wer diese Woche der Studiogast ist, aber ich lasse mich auch gerne mal überraschen. Ist doch super. Auf jeden Fall. Aber jetzt mal kommen wir wieder zu ganz interessanten, brandheißen Sportnews. Wer es vielleicht mitbekommen hat, ich greife mal schnell unter meine Theke. Der FC Bayern, ja, den Schal kennt ihr schon von letzter Woche. FC Bayern hat es am Wochenende klargemacht, deutscher Meister, ja, FC Bayern, Stern des Südens. Super, würde ich dann nur sagen. Mhm. Schalke verliert zu Hause gegen stark spielende Bremer 0-2. Bayern besiegt Bochum mit 3-1. Das ist die deutsche Meisterschaft. Wow. Die schlechte Nachricht von Bayern, gerade im Moment kam es rein. Ribéry wird im Finale nicht spielen. Die UEFA kennt keine Gnade mit dem armen Franzosen. Er ist für 3 Spiele gesperrt, also kein Finale für Ribéry. Tja, man sollte vielleicht auch vorher mal nach dem Alter fragen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, damit hat es ja nichts zu tun. Nee, es war ein grobes Foul, das kann man nicht bestreiten. Es war ein grobes Foul, aber die UEFA plädiert eindeutig auf Tätigkeit. Aber es war keine Tätigkeit, es war wirklich, die Ribéry war einen Schritt zu langsam. Aber nee. Und jetzt für unsere deutschen Fußballfans noch eine Sache. Es ist traurig, unsere WM-Mannschaft, der fällt schon wieder ein Mann raus. René Adler mit einer Rippenprellung oder nee, einem Rippenbruch genau, kann leider nicht mitspielen. Er wird noch einmal operiert werden und steht der WM-Mannschaft nicht zur Verfügung in Südafrika. Das ist ja wirklich jammerschade. Also, ob das noch was wird? Ich hoff's. Naja, auf jeden Fall, was sonst noch so Wichtiges passiert ist, das erzählt euch jetzt die Melanie in dem Newsblog. Zweiter Europatag an der Universität des Saarlandes. Professor Tim Meyer, der Arzt der Fußballnationalmannschaft, bereitet sich auf die Fußball-WM 2010 vor. Professor Meyer, ärztlicher Direktor des Instituts für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes, betreut seit 2001 unsere Nationalkicker. Zuständig ist er für alles, was nicht orthopädisch ist. Los geht es am 6. Juni zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika. Professor Tim Meyer hat eine Komplettapotheke mit über 100 verschiedenen Medikamenten zur Verfügung gestellt. Er ist als Arzt neben der Fußballnationalmannschaft auch für den Betreuerstab zuständig. Der Austragungsort Südafrika ist laut Mannschaftsarzt medizinisch unbedenklich. Es gibt keine Zeitverschiebung und während der WM vom 11. Juni bis zum 11. Juli ist dort noch Winter. Das heißt, die Temperaturen sind vergleichbar mit den aktuellen Frühlingstemperaturen in Deutschland. Am Donnerstag, den 6. Mai, sorgen Professorinnen und Professoren der Saar-Uni wieder für Stimmung auf dem Unicampus. Gemeinsam mit dem Jugendradio 103.7 Unser Ding veranstaltet die Saar-Uni die Night of the Profs. Bei der Veranstaltung legen Wissenschaftler ihre Lieblingsscheiben auf. Mit dabei sind unter anderem Volker Linneweber, Frank Spinat, Ingo Reich, Annemarie Matuschel-Beckmann sowie Stefan Görz. Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr und findet im Physiktower der Saar-Uni statt. Der Eintritt ist frei. Am 6. Mai findet der zweite Europatag auf dem Saarbrücker Campus statt.
Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft geben interessierten Schülern und Studenten Tipps zum Thema Bewerben und Arbeiten im Ausland. Der Europatag findet im Gebäude A33 statt und beginnt um 14 Uhr. Das detaillierte Programm gibt es im Internet unter www.atelier-europa.de. Soweit die Campus News für diese Woche. Na Kathi, ich glaube, da hast du gerade einen auf den Deckel gekriegt, würde ich sagen. Sogar die Melanie redet in unseren News-Blog über Fußball, über Tim Meyer. Ich würde sagen, Fußball scheint doch sehr, sehr wichtig zu sein. Ja, ich würde mal sagen, da hast du dir wohl einiges geboten, damit sie da was über Fußball erzählt. Naja. Also anders kann ich mir das Ganze da ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das halte ich auch für ein Gerücht, dass ich dir was geboten habe. Genau. Ein Bericht über den Europatag, den seht ihr natürlich auch nächste Woche hier bei OrgaTV. Dann gehen wir nämlich morgen für euch hin. Ja, ganz getreu dem Motto, China-Woche. Ja. Was haben wir hier? Unsere Regie hat uns hier chinesisch bestellt, ja, hat uns damit überrascht. Wir haben noch gar keine Ahnung, was es eigentlich ist, aber nee. Wir hauen jetzt mal gleich rein. Also wie gesagt, für die China-Woche, wir essen chinesisch. Ja. Sag mal, Stefan, warst du eigentlich schon mal in China? Nee, ich war noch gar nicht da. Nee. Aber reizen wird's mich. Land, Kultur, Leute, ist sicher mal eine Reise wert. Auch die chinesischen Schriftzeichen, das hat mich schon immer und früh interessiert eigentlich. Ja? Ja. Ich muss ja sagen, China ist halt eher nicht so mein Favorit. Also ganz ehrlich gesagt, das hat mich eigentlich nie gereizt und ich hätte mir auch nie vorstellen können, da hinzugehen. Aber als wir dann gestern und vorgestern mal in die China-Woche so ein bisschen reingeschnuppert haben, muss ich sagen, hat es doch so ein bisschen mein Interesse geweckt. Da haben nämlich die chinesischen Kommilitonen die Chance genutzt und uns vom 3. bis 7. Mai mal ihr Land und die Kultur näher vorgestellt. Schaut euch den Beitrag jetzt mal an. Wir waren da und haben uns zusammen da umgesehen. Diese Woche steht die Universität des Saarlandes ganz im Zeichen des chinesischen Drachen. Wir waren für euch auf dem Campus unterwegs und haben mal in ein paar Veranstaltungen reingeschnuppert. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Deutsch-Chinesischen Jahres der Wissenschaft und Bildung 2009-2010 findet in der Zeit vom 3. bis 7. Mai eine China-Woche an der Universität des Saarlandes statt. Die Universität des Saarlandes bietet Studierenden aller Fakultäten zurzeit Austauschprogramme mit zwei chinesischen Universitäten an, beide in Shanghai gelegen. Darüber informierte Wolfgang Heinz ausführlich in seinem Vortrag Wege nach China. Des Weiteren gab er Auskunft über Studienprogramme und Hochschulabschlüsse sowie Finanzierungsmöglichkeiten durch Stipendien. Künftig soll die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnerhochschulen weiter ausgebaut werden. Mit einem täglich wechselnden Infostand im Mensa-Foyer wollen chinesische Austauschstudenten das Interesse an der chinesischen Kultur wecken. Unter anderem an der chinesischen Musik. So, neben mir steht die chinesische Austauschstudentin Xing. Richtig ausgesprochen? Xing, wie findest du es, dass die Uni eine China-Woche organisiert? Ja, ich finde, das ist eine super Idee, weil das ist ganz wichtig für europäische Studenten und Studenten China zu kennenlernen. Weil China immer größer werden, aber sie kennen China nicht das gut. Aber bei dieser Gelegenheit können sie mehr von China kennenlernen und mehr Informationen über moderne China. Und wie schwer ist die deutsche Sprache für dich im Vergleich zu chinesischen? Ja, das ist ganz schwer, weil die Satzstruktur ist ganz umgekehrt wie chinesisch. Wenn ich chinesisch sprechen kann, ich kein Deutsch. Ja, und weil ich habe schon Englisch gelernt und sie sind ganz ähnlich, zwei Sprachen. Und ich suche immer nach Wörtern und ja, ganz schwer. Und ich finde auch chinesisch ganz schwer für Deutsche zu lernen. Ich stehe jetzt bei Peter Tischer. Er ist der Leiter des Sprachenzentrums in Saarbrücken und hat die China-Woche überwiegend mitorganisiert. Herr Fischer, vielleicht können Sie uns kurz was dazu erzählen, wie es zur China-Woche kam.
Das war eigentlich gar nicht erstmal unsere Idee, sondern das war auf Vorschlag von einem Kollegen aus dem International Office, dem Herrn Heinz. Der hat uns erzählt, dass die Hochschulrektorenkonferenz ein deutsch-chinesisches Wissenschaftsjahr veranstaltet. Und im Rahmen dieses deutsch-chinesischen Wissenschaftsjahres 2009-2010 solche China-Wochen an verschiedenen Universitäten fördert. Und dann fanden wir, das ist eigentlich eine gute Idee. Als Sprachenzentrum sind wir ja für die Vorbereitung von Auslandsaufenthalten auf jeden Fall zuständig. Und dann haben wir gedacht, naja, ist auch eine gute Idee, dann unseren Studierenden im Chinesischen mal zu zeigen und nicht nur denen, wo man damit landen kann. Herr Tischer, wie kommt man denn nach China? Also da muss ich mich ja sicherlich auch vorbereiten mit Sprachkursen. Bietet da das Sprachenzentrum irgendwie Unterstützung an oder Kurse? Ja, also eine ganze Menge. Also Sie können bei uns von null auf bis zu einem recht ordentlichen Niveau Chinesisch lernen. Wir haben eine eigene Chinesisch-Lektorin, die Frau Chen, die auch diese China-Woche mit vorbereitet hat. Das ist das eine. Also Sie können bei uns natürlich eine ganze Menge Sprachkurse machen. Sie sollten sich dann natürlich umtun, je nach Ihrem Studienfach, ob es vielleicht Kooperationen gibt in Ihrer Fachrichtung oder an Ihrer Fakultät, ob Sie sich da an Programme anschließen können. Es gibt aber auch Möglichkeiten für dann einfach nur Sprachaufenthalte, eventuell auch sogar für Praktika in China und so weiter und so fort. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten eigentlich, wie Sie dann nach China gelangen. Es braucht halt ein bisschen Vorbereitung, zugegebenermaßen. Aber wir haben auch extra deswegen eine China-Broschüre gemacht, wo ein paar Adressen drin sind, ein paar Infos. Ich halte die vielleicht mal so ein bisschen in die Kamera. Das ist also die China-Broschüre. Die können Sie bei uns am Sprachenzentrum bekommen oder auch am International Office. Vielen Dank, Herr Tischer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Die chinesische Woche läuft noch bis einschließlich Freitag. Also schaut doch einfach mal vorbei. Stefan? Ja? Ich glaube, es geht weiter. Meine Frage, sag mal, hast du eigentlich auch sonst was mitgenommen? Außer dem Essen von der chinesischen Woche? Gibt es da sonst noch irgendwas, was du uns da vielleicht noch mitteilen möchtest? Ja, vielleicht noch die Glückskekse, vielleicht hier mal vorweg. Also ich guck mal schnell noch rein. Oh ja, vielleicht findest du deine große Liebe. Bückt dich eher dreimal zu viel als einmal zu wenig. Naja. Ja. Dann, ich bück mich für Orga TV hier anscheinend oft genug. Ja. Ja, die China-Woche. Wer jetzt von euch vielleicht Lust bekommen hat, selbst mal noch an Veranstaltungen teilzunehmen, die China-Woche geht noch bis Freitag hier. Am Donnerstag findet Tai Chi statt, und zwar von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Oder beispielsweise könnt ihr eine Einführung an Qigong teilnehmen. Die ist am Freitag von 10 Uhr bis 12 Uhr. Qigong, das wäre doch mal was für dich. Kannst du nicht so ein bisschen meditieren, die ganze Zeit mal die Klappe halten? Die innere Mitte finden vielleicht, ja. Wäre nicht schlecht für dich. Ich fände das super, Stefan. Ja, mal testen. Vielleicht gehe ich am Freitag hin, ja? Wenn ich Zeit finde. Hast du Zeit? Kommst du mit? Nee. Bist du ausgeglichen genug? Mir reicht die Sendung hier schon mit raus. Okay. Vollkommen. So, machen wir weiter. Das Medium ist die Botschaft. Denn die Botschaft jedes Mediums ist die Veränderung des Maßstabs, Tempos oder Schemas, die es der Situation des Menschen bringt. The Medium ist die Message. Global Village, heiße und kalte Medien. Das sind Ausdrücke, die hat Marshall McLuhan geprägt. Was sich genau dahinter verbirgt, das seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. TV Total. Heute unser Alltag. Anders in den 60ern, frühen 70ern. Das Fernsehen pubertierte. Alles war aufregend. Man reiste damit zum Mond, schaltete von hier nach dort. Das war seine große Zeit. Marshall McLuhan, den Bildschirm fest im Blick. Ein Prophet der modernen Medien, für deren Wirkung er gerne hübsche Schlagworte fand. Das Produkt ist nebensächlich, das Image ist entscheidend geworden. Was er zu sagen hatte, war neu. Das Medium ist die Botschaft. Damit wurde er berühmt. Das Buch zur Botschaft, selbst ein Tribut an eigenwillige Formgebung, voller Sprüche und grafischer Querschüsse, wirr und doch ein Millionenbestseller. Obwohl im Titel irritierenderweise Medium is the Message zu Massage mutierte. Ein typischer McLuhan-Scherz, den sein eigenes Schlagwort zu langweilen begann.
Dabei ging es ihm um eine grundlegend neue Sicht auf die Wirkung von Medien auf den Menschen. Ein Tanklaster war nach einem Unfall von der Brücke gestürzt. Der Fahrer wurde getötet und 32.000 Liter. Die Erfindung des Buchdrucks, so McLuhan, habe die Psyche des westlichen Menschen grundlegend verändert, habe eine zunehmende Visualisierung des Wissens bewirkt. Schon in den 50er Jahren ging McLuhan der Frage nach, welche Wirkung in der Folge die elektronischen Medien auf den Menschen hätten. Mit originellen, nicht immer faktisch belegten Thesen wurde der kanadische Literaturprofessor selbst zunehmend Teil seines Forschungsobjektes und eine Kultfigur. Bei seinen rasanten Gedankenfahrten durch die Welt der Medien verprellte McLuhan viele Akademiker und war auch vielen seiner Studenten keine große Hilfe. McLuhans wichtigster Einfluss besteht darin, dass er für alle Ewigkeit das Betrachtungsfeld von Kommunikation verändert hat. Die Art und Weise, wie wir heute Kommunikation und Medien erforschen. Wer auch immer wissen will, wie Medien funktionieren. So, und jetzt darf ich unseren heutigen Studiogast hier begrüßen. Stefan, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, dass ich heute euer Gast sein darf hier im Studio. Ja, Hammer. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Wie ihr im Vorspann gesehen habt, waren Nikolai, André und Stefan auf der Driving Ranch in Güdingen. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, wer könnte uns besser was über das Golfen erzählen, als, ich nenne ihn mal den Tiger Woods des Saarlandes, Stefan Ackermann. Ja, danke für das Kompliment. Also ich freue mich, hier heute hier zu sein und euch ein bisschen was über den Golfsport zu erzählen. Hoffe, vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen ein bisschen das Interesse wecken. Stefan, wie lange spielst du denn jetzt schon Golf? Ich habe damals angefangen mit etwa 10 Jahren zu spielen, bin also jetzt 15 Jahre dabei. Bis jetzt, muss ich eigentlich sagen, hat mir immer viel Spaß gemacht, auch wenn ich viel von anderen Seiten höre, das kann dir doch keinen Spaß machen. Ja, da hast du ja auch so ein bisschen was an Equipment mitgebracht. Ja, ne? Ich habe heute ein bisschen was mitgebracht, weil ich zeige euch... Kannst du da mal was zeigen? Also für mich sieht das irgendwie alles gleich aus, aber fangen wir vielleicht mit einem der wichtigsten Sachen an. Hier unser Golfball. Soll ich mal bitte in die Kamera halten? Mit vielen kleinen Dimples, das sind diese Wölbungen hier im Ball, damit er besser fliegt. Okay. Natürlich fliegt das Ganze nicht ohne diese schönen Dinge hier. Ja, super schwarz, das ist ja eine, ne? Schlaue Erkenntnis. Ja, ja, man braucht den Schläger, damit der Ball fliegt. Das ist jetzt ein Eisen. Ich habe jetzt hier ein Eisen 5 in der Hand. Damit spielst du eigentlich auf dem Fairway. Das sind dann, ja, wenn du Richtung Grün willst, benutzt so ein Ding. Okay. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, so für 160, 170 Meter benutzt du ein Eisen 5. Ah ja. Ja. Gut, das ist natürlich nicht alles. Okay. Ja. Wir brauchen natürlich andere Dinge noch.
Hier vielleicht... Oh, der sieht ja spektakulär aus. Ja, mein Burner. Ich kann die Haube auch mal abmachen. Oh ja, ich bin schon ganz gespannt. Das ist ein Treiber. Okay. Ja, ja, du lachst über Treiber, der fährt nicht selbst. Ne? Also du musst schon was tun dafür. Gefällt dir jetzt die Form so, warum lachst du, oder? Nee, erzähl ruhig mal, was ich damit anstelle. Was du damit anstellen kannst. Also du kannst, wie gesagt, immer noch schlagen damit, genauso mit den anderen. Der ist für die richtig weiten Schläge. Also mit dem, wenn man gut ist, bis zu 270, 280 Metern kann man damit hauen. Die richtig guten an die 300 Meter. Also, ja. Also du dann sicherlich an die 300 Meter? Nee, leider nicht ganz. Nee, leider nicht ganz. Ach was, enttäusch mich nicht. Ja, leider schon. Ja, jetzt haben wir die langen Schläge gehabt. Ja, das sieht ja auch mal spannend aus. Jetzt kommen wir zu dem. Mhm. Das ist der, wenn ich schon eigentlich kurz vorm Ziel bin, ich bin auf dem Grün, diesem kurz gemähten Stück Rasen bei uns auf dem Platz, mit dem kleinen Loch in der Mitte. Und wenn ich jetzt den Ball ins Loch befördern will, dann benutze ich natürlich nicht diese langen Eisen oder diesen Treiber, weil der wird natürlich viel zu weit fliegen. Dann benutze ich dann diesen Putter, um ihn nur noch übers Grün rollen zu lassen. Ja, nicht schlecht. Ja. Jetzt haben diese Bälle, habe ich gerade gesehen, die haben da auch unterschiedliche Zahlen drauf. Hat das auch irgendwie was zu bedeuten? Ja klar, also viele spielen halt mit diesen, vor allem diesen Markenbällen Titleist, damit man sie auch unterscheiden kann. Einfach nur. Also ein ganz simpler Hintergrund, damit du deinen Ball von dem anderen Ball unterscheiden kannst. Ach so, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt hat ja Golf eigentlich eher so ein bisschen so den Ruf, ja, Altherrensport, bisschen die in Anführungszeichen schönen und reichen, Stefan, ja, hat schon so ein bisschen Bonzen. Ich meine, also so als wirklich Sport kann man das ja auch jetzt bezeichnen, einen Ball durch die Gegend zu schlagen und den dann noch mit einem Caddy suchen zu gehen, also Bewegung meiner Meinung nach gleich null. Also das sind ja schon einige Fragen auf einmal. Also wir fangen mal mit dem Altherrensport an. Also Altherrensport sicherlich früher, ja, weil es früher war es auch definitiv eine sehr kurzspielige Sache. Aber die Sache hat sich eigentlich entwickelt, dass es langsam zum Breitensport wird, auch wenn es jetzt noch schwer vorstellbar ist. Golf geht Richtung Breitensport. Ich sehe es jetzt auch in meiner Altersklasse, es fangen immer mehr in meinem Alter an. Wir haben jetzt eine Herrenmannschaft bei uns im Verein. Da ist der Durchschnitt, glaube ich, 23. Also junge Leute und die wirklich mit Herzblut dabei sind. Und ja, es macht eigentlich unglaublich Spaß. Und vor allem dieses Reichen, es geht. Der geht einfach zurück vom Preis, was verlangt wird. Es ist mittlerweile wirklich günstiger. Ja, was soll ich noch schnell erzählen? Caddy-Bewegung, du musst einfach fit sein. Du musst, weil so eine Runde geht 4,5 Stunden, dann musst du einfach irgendwo Kondition haben, dass du die Konzentration über die 4,5 Stunden hältst. Oha, also, naja. Du gehst mal, da gehe ich lieber mal eine Stunde joggen. Das ist für mich dann mehr Sport. Aber okay. Das ist ja auch wiederum Ansichtssache. Aber wie sich die anderen beiden, sprich Nikolai und André, da beim Golfen angestellt haben, das zeigen wir euch jetzt mal. Orga TV heute für euch bei der City Golf Akademie in Saarbrücken. Wir begleiten Nikolai und André bei ihrer ersten Golfstunde. Bei mir ist jetzt Christoph Künster, der Chef dieser Anlage. Hallo Christoph. Hallo Stefan. Seit wann betreibst du diese Anlage hier? Die Anlage betreibe ich seit Oktober 2008, also jetzt 18 Monate ungefähr. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass du ehemaliger Student der Uni Saarbrücken bist. So ist es. Ich habe Jura studiert, 6 Semester und bin dann nach Frankfurt gewechselt und habe Staatsexamen dort geschrieben. Also ein ehemaliger Student unserer Uni. Also lohnt sich auf jeden Fall schon mal hierher zu gehen. Die erste Frage, kann eigentlich jeder hierher kommen? Also bei der City Golf Akademie handelt es sich um eine öffentliche Driving Range. Das bedeutet, jeder kann kommen. Und zu welchen Zeiten kann ich hierher kommen? Die Driving Range ist täglich geöffnet. Ich bin ab 11 Uhr im Büro bis Open End. Wenn ich jetzt hierher komme, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Also es ist nicht zu vergleichen mit einem Golfclub. Es kann... Mit 2 Euro können 20 Bälle gekauft werden. Man kann sich für 2 Euro einen Schläger ausleihen und das waren eigentlich die Gebühren, die man hier bezahlt. Das heißt also, ich brauche keine eigene Ausrüstung. Ich kann einfach ohne alles hierher kommen und
du stellst alles? Genau, also im Büro, das muss natürlich zu Bürozeiten sein, ab 11 Uhr wie gesagt, kann man sich Schläger ausleihen, ich habe 20, 30 Schläger da, Putter, alles mögliche. Christoph, gibt es bei dir spezielle Studententarife noch? Ja, normalerweise kann man mit 2 Euro Münzen bezahlen, wie schon gesagt, man kann aber auch einen Key aufladen und auf diesen Key kriegt man als Student mit gültigem Studentenausweis 25% Ermäßigung. Vom Golf kennt man es ja her, man muss einen bestimmten Dresscode tragen. Ist das hier das ähnlich oder ist man hier komplett frei in dem, wie man sich anzieht? Also es ist auf keinen Fall, wie gesagt, mit einem Golfclub zu vergleichen. Man sollte jetzt nicht unbedingt in der Jogginghose kommen, aber so wie wir beide gekleidet sind, ist das ausreichend. Wie ist es, wenn ich habe mir das vorgenommen, ich möchte spielen gehen, das Wetter spielt nicht mit, kann ich bei Regen dann nicht spielen oder habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, hier Bälle zu schlagen? Also wenn es regnet, kann man, wenn man jetzt die Kamera mal in diese Richtung hält, wo die Dame gerade läuft, kann man in überdachten Boxen abschlagen. Man bekommt also nichts vom Regen mit. Jetzt nehme ich an, ich habe gemerkt, mir macht der Sport Spaß. Möchte nicht nur einfach so Bälle schlagen, kann ich hier auch Training bei einem Profi nehmen? Ja, ich habe eine Trainerin, die heißt Paulina Hudakova, kommt eigentlich aus Rheinhessen, ist seit 16 Jahren professionelle Trainerin, ist dienstags bis sonntags auf der Anlage und hat auch spezielle Studententarife. Vielen Dank, Christoph, das hört sich alles sehr interessant an und dann schauen wir uns die Anlage gleich mal selbst an. So, das war heute die erste Stunde vom Nikolai, die ersten Golfschläge gemacht. Ja. Wie fandest du es? Also Spaß macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, das war meine erste Golfschläge. Und ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist eigentlich. Aber das ist super. Also kannst du es nur empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Komm mit einfach und spielen. Vielen Dank, Nikolai. Also von der Stadt Saarbrücken aus mit dem Auto ungefähr 5 Minuten. Die ganzen Golfclubs, die es im Saarland gibt, die sind vom Stadtkern Saarbrücken ungefähr 30 Kilometer entfernt. Also man ist mit dem Auto ruckzuck hier in 5 Minuten, wie gesagt. Und da vorne ist die Haltestelle Güdingen. Da kann man auch mit der Saarbahn hier hinkommen. Und von dort aus zu Fuß auch nochmal so 5 Minuten ungefähr. Also dann könnt ihr auch locker mit eurem Studententicket hierher fahren. So, also ich glaube, der André muss noch ein bisschen üben. Ja, ich glaube auch, also der braucht noch ein paar Stunden. Nikolai, der hat wirklich super Bälle geschlagen. Also ja, der hat eine gute Figur da gemacht. Auf jeden Fall. Golf, Sport, da sind wir schon beim richtigen Thema. Wir sind morgen für euch einmal auf der Sportlerwiese, Sportlerparty im Seven.
und, wenn ich mich nicht täusche, bei der Night of the Profs hier an der Uni im Physik Tower. Ist auch wieder von der AStA organisiert, haben wir ja schon letzte Woche angekündigt. Und dann gibt es wie immer noch die Info über den Unifilm. Da läuft Sherlock Holmes. Denke, ist bestimmt sehenswert. Ich habe ihn schon gesehen, ich fand ihn klasse. Ja? Ja. Ja. Gut, das war's dann mal wieder von uns beiden. Ja, wir suchen nachher mal noch die Sportlerwiese. Ja. Ich bin gespannt, ob du fündig wirst. Ja, ich auch. Ja, es hat uns gefallen wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Mittwoch. Ich gehe gleich mal noch ein bisschen gucken, ob ich was von dem restlichen chinesischen Essen finde. Ja, mach das mal. Schönen Abend noch, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.